Amen. Hey, ich hoffe, euch hat die Message gefallen. Der Leo ist wortwörtlich vom Taufbecken auf die Bühne und jetzt hier ins Online-Studio fast gerannt. Cool, dass du da bist. Vielen Dank, Leo, für den Stress kurz. Heute Morgen hast du ja über den Blutsbund geredet und ich habe da zwei Fragen an dich. Und zwar hast du gesagt, der zweite Punkt ist ja, Gott kämpft für uns. Und dann ist meine Frage, wann darf ich wissen, okay, jetzt muss ich was tun, ich muss kämpfen und wann weiß ich, Gott kämpft für mich? Oder geht es Hand in Hand? Wie sieht es aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde das Bild vom Löwen eben so mega cool. Wenn du einen ganz kleinen Löwen siehst, ist er dann nicht unaktiv, aber hinten steht die Mutter, der Vater, eine große Autorität. Also das heißt, ich mache immer alles, was ich in meinen Möglichkeiten machen kann und das ist der kleine Löwe, verstehst du? Und dann merke ich, das ist ja begrenzt, was ich machen kann und tun kann. Und dann weiß ich, von dann an setzt Gottes Macht und Kraft ein. Es ist immer ein Zusammenspiel und ich sage es auch in einer Zahl, ich sage immer 99% kämpft Gott. Und 1% kämpfe ich, aber dieses 1% kämpfe ich 100%ig. Und das ist so ein cooler Schlüssel in dem Sinne. Nicht einfach so, ich mache nichts und lasse Gott kämpfen, sondern es ist immer, ich tue das, was ich tun kann, ist ein kleiner Beitrag zu dem, was dann Gott am Ende tun wird. Also, dass wir nicht passiv werden, sondern dass wir aktiv auch mit dabei sind, auch im Vertrauen an ihn, oder? Das ist ja auch ein Kampf, ihm dann voll zu vertrauen. Voll, der Glaube ist nicht passiv, der Glaube ist extrem aktiv. Der Glaube an Gott macht dich eben nicht passiv, sondern noch aktiver, weil der Heilige Geist, der spricht ja, der gibt dir Ideen und Gedanken. Das heißt, du wirst noch viel, ich sage jetzt mal, dynamischer im Leben. Vielleicht nicht so klassisch in der Box drin, wie man Sachen machen würde, aber der Heilige Geist, der sprengt den Rahmen, der sprengt die Box und man wird extrem aktiv. Es gibt auch in der Bibel, das heißt, das Wort Gottes brennt in mir so stark, dass ich gar nicht mehr schweigen kann, das Evangelium erzählen sollte oder musste. Und wenn ich zum Beispiel nur schon sage, oh, ich muss jetzt jemand für Jesus gewinnen, dann heißt das eigentlich, mein Herz brennt nicht, es überfließt nicht. Und dann habe ich eben eine andere Frage und da werden oft Dinge ein bisschen vermixt. Noch eine andere Frage, wir haben das ja miterlebt heute Morgen, eine Taufe. Du hast gesagt, die Taufe ist ein Zeichen vom Bund, ein Bundeszeichen. Was bedeutet das? Also muss ich getauft sein? Oder geht es auch ohne Taufe? Kann ich denn trotzdem Teil vom Bund sein? Also grundsätzlich sind ja verschiedene Sachen. Du kannst auch leben ohne das Abendmahl, ist auch nicht nötig. Du kannst auch leben ohne die Taufe, sondern entscheidend ist ja, dass du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen. Aber das sind alles Symbole, die eben doch auch in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt eine Bedeutung haben. Dann sagte Jesus, jedes Mal, wenn er das Mahl einnimmt, das Abendmahl, dann gedenkt ihr an den Bund, den er gemacht hat. Also, und es scheint, dass wir sehr vergesslich sind. Also das heißt, Gott hat viele Ritualen eingesetzt, weil wir vergesslich sind in dem Sinn. Und die Taufe ist eben auch so ein Statement, und es war im Neuen Testament immer Entscheidung für Jesus, auch gleich Taufe. Bei uns hat man es halt ein bisschen theologisch auseinandergenommen und man kann sich dann irgendwann taufen, und wenn man das will, aber es ist nicht gleich der Heil, die Erlösung von Jesus. Das würde ich schon nochmal trennen, aber es gehörte da immer zusammen. Das hat einfach auch zu tun mit der Erkenntnis der damaligen Zeit, was eben eine Taufe bedeutet in dem Sinn. Das ist bei uns ein bisschen so, kann man dann auch noch machen. Es ist auch so, Leute wohnen zusammen, dann irgendwann heiratet man noch. Also wir haben viele Dinge wie nicht mehr uns bewusst, was das für eine Kraft hat. Ja. Sorry, ich spreche jetzt gerade ein bisschen viele Themen an. So Dinge, ja, sind viele Dinge sind heute in unserer Kultur einfach normal, man macht das so. Es ist völlig normal, wenn man die Bibel aufschlagt und auch das Judentum versteht. Es sind Rituale, es sind Prinzipien drin, die eben eine Bedeutung hat. Und wenn man die Bedeutung kennt, merkt man plötzlich, es ist tiefer als einfach so, ich heirate schnell, ich taufe schnell, ich nehme schnell das Abendmahl. Es hat eine Bedeutung. Ja, absolut. Und trotzdem ist die Taufe eine einmalige Sache. Die Hochzeit, die Ehe hoffentlich auch. Vielen Dank, dass du im Studio mit dabei warst, Leo. So cool. Falls ihr zu Hause Fragen habt oder Teil vom ICF werden wollt, uns besser kennenlernen wollt, dann dürft ihr sehr, sehr gerne auf icf.ch/connect gehen. Dort dürft ihr euch eure Fragen stellen. Wir würden gerne mit euch in Kontakt kommen. Und genau, ich hoffe, ihr habt heute dann noch einen schönen Sonntag. Aber Leo, bevor wir hier vorbei sind, würdest du noch ein Segensgebet aussprechen? Absolut, mache ich sehr, sehr gerne. Also ich segne dich im Namen des Vaters, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Ich liebe einfach, dass Gott ist allwissend, allgegenwärtig und jeden Moment da. Und ich segne dich auch in der Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der an meiner Stelle sein Leib brach und das Blut fließen ließ, damit ich vor Gott
sündlos dastehen kann. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dass nicht Corona und diese Ängste und diese News, die wir jeden Tag hören, dein Leben begleitet, sondern die Kraft des Geistes Gottes von Hoffnung, von Liebe und auch von Geborgenheit. Für das bete ich, dass auch du bewahrt bist von diesem Virus, bete ich auch. Und dass Gott dich mit allem versorgt, was du brauchst. Amen. Amen. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss.